Dynamik in den Produktions- und Logistikprozessen der Automobilindustrie ist geprägt durch eine schnell steigende Zahl an Produktvarianten bei gleichzeitig sinkenden Produktlebenszyklen. Aufgrund der Einführung neuer Fahrzeuge und Fahrzeugvarianten finden Produktanläufe in immer kürzeren Abständen statt. Die Werke unterliegen einem ständigen Wandel. Zudem bringen neue Fahrzeug- und Produktionskonzepte wie die Fertigung von E-Fahrzeugen zusätzliche Komplexität in die Produktion. Davon ist auch die Logistik betroffen, die die steigende Anzahl an Teilen beherrschen muss. Bei möglichst minimalen Beständen und Platzbedarf sowie optimierten Ressourceneinsatz müssen die richtigen Teile stets zur richtigen Zeit am richtigen Platz sein. Die Ablaufsimulation hat deshalb eine große Bedeutung in der Automobilindustrie. Sie wird zur Unterstützung und Verifikation der Planung von Produktions- und Logistikprozessen im kompletten Spektrum der Fertigung, also vom Presswerk über den Karosseriebau, die Lackierung bis hin zur Endmontage sowie der Motoren- und Komponentenfertigung eingesetzt. Das Presswerk produziert Fahrzeugteile in Losgrößen. Damit unterscheidet sich dieser Prozess grundsätzlich vom Rest der Fahrzeugfertigung, in der das Fahrzeug als Einzelauftrag produziert wird. Die Pressteile werden vor der weiteren Verarbeitung im Karosseriebau eingelagert. Die Schwerpunkte der Simulation im Presswerk liegen in der Austaktung der Presslinie, in der oft mehrere Pressen hintereinander arbeiten, sowie in der Versorgung der Pressen mit Rohmaterial und der Abnahme der fertigen Teile. Die jeweilige Losgröße bestimmt einerseits, wie effizient eine Presse genutzt werden kann, und andererseits hat es Auswirkungen auf den Bestand im Teilelager. Je größer das Fertigungslos, umso höher die Auslastung der Presse, da die Anzahl der Umrüstvorgänge geringer ist. Gleichzeitig führen große Fertigungslose zu einem hohen Bestand und somit zu einem großen Lager. Anhand der Simulation kann die optimale Losgröße ermittelt werden. Die Versorgung der Pressen mit Rohmaterial erfolgt in vielen Fällen mit Portalkränen, kann aber auch über fahrerlose Transportsysteme oder Fördertechniken erfolgen. Mithilfe der Simulation kann die lückenlose Versorgung der Pressen auf Basis einer optimierten Steuerungsstrategie sichergestellt werden. Dabei können auch Störeinflüsse berücksichtigt werden. Der Karosseriebau ist der Fertigungsbereich mit dem höchsten Automatisierungsgrad. Eine Vielzahl an Robotern interagiert in Fertigungszellen, um die Teile vom Bodenblech bis zum Dach zu einer fertigen Karosse zusammenzufügen. Mithilfe der Ablaufsimulation werden in der Konzeptplanung die erforderlichen Entkopplungspuffer zwischen den Zellen ermittelt, um auf den angestrebten Zieldurchsatz zu kommen. Die Entkopplungspuffer stellen sicher, dass es im Falle einer Störung in einer oder mehreren Zellen nicht zur Blockade anderer Fertigungszellen kommt. In einem weiteren Schritt der Planung, der Layoutplanung, wird die Simulation zur Optimierung der geplanten Fördertechnik eingesetzt. Hier geht es vor allem um die Steuerung innerhalb von Speichern oder sich kreuzenden Materialflüssen. Die Lackiererei ist gekennzeichnet durch eine komplexe Fördertechnik, meist über mehrere Ebenen hinweg. Sie verbindet nicht nur die einzelnen Applikationsprozesse miteinander, sondern ermöglicht darüber hinaus in Sortierspeichern zum Beispiel die Sequenzierung der Karossen nach Farben. Entkopplungsspeicher sorgen dafür, dass die Karossen stets eine Applikationslinie verlassen können, selbst wenn der Einlauf in den Folgeprozess zeitweise nicht möglich sein sollte. Generell ist der Lackierprozess linear. Das heißt, die Karossen durchlaufen die einzelnen Applikationsprozesse Schritt für Schritt. Wenn jedoch die Qualitätsprüfung einer Karosse eine Nacharbeit erfordert, so verlassen diese Karossen den Hauptprozess und werden entweder auf Nacharbeitsplätzen bearbeitet oder werden noch einmal in den Lackierprozess eingeschleust. Das schwankende Aufkommen an nachzuarbeitenden Karossen führt zu einer hohen Dynamik in der Anlage. Um den angestrebten Durchsatz nicht zu gefährden, müssen die Reparaturkapazitäten und auch die Puffer zur Entkopplung des Hauptstroms passend ausgelegt werden. In vielen Fällen entstehen durch die Ausschleusung aus dem und die Einschleusung in den Hauptprozess kreuzende Materialflüsse. Die Fördertechnik muss diese Materialflüsse bewältigen, um auch im schlechtesten Fall, also einer hohen Nacharbeitsrate, einen reibungslosen Ablauf zu ermöglichen. Generell zielt die Planung auf eine hohe Anlageneffizienz, die durch die Kennzahl OEE, also Overall Equipment Effectiveness, beschrieben wird.
Das heißt, die Applikationsprozesse sollen stets voll ausgelastet und nicht durch Engpässe in der Fördertechnik ausgebremst werden. Die Simulation dient der Verifizierung des geplanten Layouts, geht somit der Frage nach der richtigen Auslegung der Fördertechnik nach, zeigt potenzielle Engpässe auf und ermöglicht die Prüfung alternativer Lösungen. Dabei wird die Fördertechnik in der Simulation sehr detailliert abgebildet. Eine 2- oder 3D-Animation visualisiert die Abläufe verständlich und lässt mögliche Probleme schnell erkennen. Das Modell liefert wichtige Ergebniskennzahlen, zum Beispiel zum Durchsatz, also Einheiten pro Stunde oder pro Tag, zur Auslastung der Anlagen, zur Durchlaufzeit der Karossen durch die Lackierung sowie zum Umlaufbestand. Darüber hinaus kann die optimale Zahl an Förderhilfsmitteln, Skids und Gehänge ermittelt werden. In der Endmontage wird aus der lackierten Karosse ein fertiges Auto. Neben komplexen Abläufen wie die Synchronisation zwischen der Motorgetriebefertigung und der Montage, der sogenannten Hochzeit, gilt ein besonderes Augenmerk der Fördertechnik und der Entkopplung zwischen Montagestationen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Türenmontage. Die Türen werden bei Einlauf in die Montage aus der Karosse ausgebaut, durchlaufen die Türenmontage und müssen letztendlich exakt an dieselbe Karosse wieder angebaut werden. Bevor das fertige Fahrzeug die Produktion verlässt, durchläuft es mehrere Tests zur Sicherstellung von Funktionalität und Qualität. Die Frequentierung der Prüfstände kann in Abhängigkeit des Fahrzeugmixes und den aktuellen Anforderungen an die Anzahl und Umfang des Tests schwanken. Die Teilelogistik in der Endmontage ist insbesondere in Abhängigkeit von der Variantenvielfalt der Fahrzeuge hochkomplex. Gerade reihenfolgeabhängige Teile, sogenannte Just-in-Sequence-Teile, müssen nicht nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, sondern müssen exakt in der Montagesequenz am Band bereitgestellt werden. Die Logistik steht vor der Aufgabe, bei minimalem Ressourcenaufwand eine 100%ige Teileverfügbarkeit sicherzustellen. Die Simulation unterstützt die Planer in der Auslegung der Fördertechnik, insbesondere der Entkopplung der Montagestation sowie der Türen- und Fahrzeugmontage, in der Planung der logistischen Abläufe und in der Auslegung der Prüfstände. Neben der Ermittlung der erforderlichen Ressourcen wie Puffer auf dem Montageband oder die Anzahl der Routenzüge für die Teileversorgung können diverse Produktionsprogramme und deren Auswirkungen auf die Prozesse untersucht werden. Dabei werden dynamische Einflussgrößen wie technische oder logistische Störungen berücksichtigt. Erst auf Basis der Simulationsergebnisse können verlässliche und effiziente Montage- und Logistikprozesse entwickelt und umgesetzt werden. Neben den hier gezeigten Umfängen gibt es noch eine Vielzahl von Anwendungen im Automobilbereich, wie die Simulation in der Motor- und Getriebefertigung, die Untersuchung von Gewerkeentkopplungen durch Karossenlager oder die Simulation weiterer Fertigungsbereiche. Bitte kontaktieren Sie uns mit Ihren Anforderungen. Wir sind sicher, dass wir eine Lösung für Ihre Aufgabenstellung haben.